Willkommen zurück, Super Mario Freunde, hier bei Super Mario 3D World. Ja, ich bin gerade in diesem Level hier. Warum, fragt ihr euch? Ich will hier die letzte goldene Flagge holen. In anderen Leveln habe ich sie schon geholt. Hier fehlt sie jetzt noch. Und das hole ich jetzt nach. Und damit haben wir sie. Denn jetzt sollte etwas passieren, das uns in die, ja, letzte Spezialwelt führt. Hoffe ich zumindest, sonst habe ich mich jetzt hier groß blamiert. Na, gucken wir mal. Ja. Nun steht hier die letzte Welt offen. Denn um in die letzte Welt zu kommen, braucht man alle Sterne, alle Stempel und alle goldenen Flaggen. Und das haben wir jetzt. Und jetzt können wir auch jedes Level mit jedem Charakter durchspielen. Dadurch kriegen wir dann nochmal neue Stempel. Also wenn wir das Level mit Mario, jedes Level mit Mario durchspielen, kriegen wir den Mario-Stempel. Das gleiche mit Luigi, mit Peach, mit Toad und mit Rosalina. Das mache ich allerdings nicht, weil das ist dann doch etwas, ja, braucht man glaube ich nicht. Gut, wir steigen in die goldene Rakete und gehen ganz nach oben. Und hier haben wir Kapitän Toads feuriges Finale, das letzte Level mit Kapitän Toad. Und hier gibt es auch wieder Stempel. Okay, machen wir das zuerst. Das sieht ja nach einem Spaß aus. Feuriges Finale, das passt auf jeden Fall. Wie komme ich denn zu dem Stempel? Ich kann mir auf jeden Fall erstmal hier den Stern holen. Ja, das war schon mal schlecht. Ja. Lauf, 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 lauf! Grauenhaft. Aber ich wurde auch am Anfang behindert von, ja, von diesem Ding hier. Wieso verschwindet das nicht einfach? Dieses Kamerabewegen-Zeug. Das ist doch total irritierend. Und es verschwindet einfach nicht. Jetzt ist es immerhin weg. Aber trotzdem, das fand ich schon ein bisschen fies. Dass ich damit irgendwie klarkommen musste. Oh Gott, ich lebe. Immer diese blöden Feuerpiranhas. Da. Bei der ganzen Lava achtet man nicht mehr auf das Feuer. Jetzt muss ich hier warten. Und zurück. Okay. Nee, es geht so nicht. Okay, ich lebe. Hier kann ich auf jeden Fall schon mal hin. Oh, ganz schön schwer. Und dass wir klein sind, nervt mich auch ein bisschen. Allerdings kann ich dann jetzt mal... Ach man, das mit dem Pusten ist aber auch wirklich anstrengend. Ja, Spiel, ich weiß, dass ich drehen kann. Hör doch auf, mir das anzuzeigen. Ich sehe doch nichts. Das verwirkt nämlich wirklich die Piranha ganz gut. Naja. Das war ein bisschen spät. Aber wir schaffen es noch rüber. Okay. Oh, diese Piranha würde ich so gerne töten. Da durchlaufen kann ich auf jeden Fall nicht. Da ist ein Zaun. Hui, aufpassen. Mann, das war schlecht. Komm wieder runter. So. Ich glaube schon hier rüber gehen. Das hier ist halt auch nicht einfach. Okay. Ach, ich dachte, da wäre so ein Floß, so ein Flammenfloß. Ich nenne die jetzt so. War es aber nicht. Okay, dieses Captain Toad Level ist wirklich schwer.
Und ich glaube, das ist auch das einzige Captain Toad Level, in dem es einen Stempel gibt, oder? Oh, ich bin wieder zu spät. Dass ich auch nicht einfach mal ausruhen kann, weil immer das Feuer auf mich zukommt, ist auch ein bisschen nervig. Ich glaube, das würde ich schaffen, oder? Das in einem Ruck zu machen. Na, ich weiß es nicht. Ich will es jetzt auch nicht unbedingt riskieren. Das auf jeden Fall kann man alles hier in einem Zug machen. Gar nicht so einfach. Ja, das war klar, dass er mich jetzt trifft. Aber ich glaube, diesmal schaffen wir es. Wir haben jetzt zwar... Wir sind jetzt zwar klein, aber ich habe gesagt, wenn Toad das Level groß beendet, kriegt man die goldene Flagge. Stimmt gar nicht. Es gibt keine goldene Flagge in den Toad-Leveln, in den Captain Toad-Leveln. Also, egal. Ja. Jedenfalls haben wir es geschafft. Und dafür gibt es den Captain Toad-Stempel. Und die Flagge ist Gold. So oder so. Gut. So, bevor... Oh, warte, hier haben wir auch noch was. Ein Gratis-Stempel. Nehme ich immer gerne mit. Und zwar... Oh. 8-Bit-Mario. Schön, danke. Ja, und jetzt... Das Rätselhaus des Todes. Wie viele Sterne gibt es hier? Ich weiß es gar nicht. Es müssten 30 sein. Ja, und das machen wir mit... Mario. Ah, dann kriegt Mario nicht das Finale. Es sind 15, 15, 20... Ja, es sind 30. Okay, den ersten Stern haben wir. Oh, das könnte ewig dauern. Das ist ein bisschen fies. Oh, Karumpels. Karumpels. Okay. Wir hier drauf und da ist dann der Stern. Ich darf nicht vergessen, ich muss die... Oh, Feuerblume! Ganz, ganz knapp. Die Zeit war schon vorbei. Aber es zählte noch. Ja, dann trifft du mich halt. Okay, wir haben ihn gefunden. Ich will mal gucken, ob hier noch irgendein Item ist. Aber es sieht nicht danach aus. Auf der Seite, weil hier sonst gar nichts wäre. Nö. Ist gar nichts. Okay, Goomba-Armee. Oh. So, 7 Sterne haben wir. Ernsthaft? Ich darf dabei nicht springen, muss man sich merken. Okay, er ist es. Gut, dass wir Katzen-Mario haben, das macht es nochmal einfacher. Ja, das sind halt Sterne, die kommen einem schon bekannt vor. Sind zwar nochmal geändert worden, ein bisschen schwieriger teilweise. Oh Gott.
Mit dem Schuh. Ja. Kannte man schon, da waren nur die Gegner anders positioniert. Oh Gott. Das habe ich verkackt. Ich habe es noch geschafft, aber ich habe die Katzenglocke nicht mitgenommen. Ich hätte sie noch mitnehmen können. Ich glaube hier... Ja, hier bräuchte ich sie auch. Aber ich bin so schlecht, das schaffe ich nicht. Nein, diesmal schaffen wir es nicht. Okay, jetzt dürfen wir das Ganze nochmal machen. Wir hatten fast die Hälfte. Ja, nicht ganz, aber fast. Komm ich da nochmal drauf? Nee. Jetzt bin ich schlecht geworden. Ach nö. Das gibt's doch nicht. Ich will natürlich auch meine Katzenglocke nicht verlieren, ist ja klar. Das ist ja auch die besondere Katzenglocke, die wir hier zwar wahrscheinlich nicht brauchen werden, weil sie uns nicht viel bringt. Es geht ja hier alles um Zeit. Hops und Stern. Ja. Das ist leider nicht so spannend. Aber das Ritterhaus ist cool. Es ist halt ein bisschen viel. Nicht nur bald die Feuerblume, das ist gut. Ja, das ist gar kein Problem, wenn man weiß, wo es ist. Mit der Feuerblume sind auch die Gegner hier einfacher. Ich glaube, es wird auch vom Spiel quasi erwartet, dass man die noch hat, die Feuerblume. So, hier weiß ich jetzt auch, wo ich hin muss. Ich nehme aber trotzdem die Katzenglocke. Denn damit komme ich einfach hier hoch. So. Ja, das hier finde ich ein bisschen schwer, weil ich nicht genau weiß, wie ich... Wobei, die Münzen zeigen mir an, wo ich her muss. Ah, ja, dann. Ja, dann. Sterbe ich. Das ist schlecht. Jetzt habe ich nämlich meine Katzenglocke verloren. Meine besondere. Das gefällt mir gar nicht. Er will sich seinen Panzer zurückholen und geht dabei einfach drauf. Ja. Das ist natürlich traurig für den Cooper. Aber wir wissen ja, die Cooper sind sowieso nicht so die größten Denker. Meine Stimme lässt gerade nach, das ist nicht so toll. Das gibt's doch nicht. Oh, da kommt ein neuer. Das wusste ich doch nicht. Ja, da war's. Da war's dann ein bisschen spät, oder? Ey, dieses Rätselhaus, das macht mich jetzt ein bisschen kirre. Ich hab's aber auch nicht anders verdient. Wieso machst du das denn? Verstehe ich gar nicht. Ist doch vorher auch nicht passiert. Habe ich gar kein Verständnis für. Weil es halt das jetzt auf einmal passiert und vorher ist das nicht passiert. Den hier. Der rutscht runter. Also so schwer ist das hier wirklich nicht, Mario. Boah. Okay, jetzt waren da irgendwie viele Panzer unterwegs. Ach man, ich würde es ganz gerne schaffen.
Aber ich weiß nicht, was hier bei den Karumpeln los ist. Ich weiß nicht, warum ich da jetzt immer getroffen werde. Okay, der war gut. Autsch, aber... ja. Geschafft. So, jetzt gibt es hier trotzdem eine Feuerblume, auch wenn ich klein bin. Das ist wichtig, sonst geht's nicht. Jetzt habe ich so zwei Feuerblumen, aber naja. Das ist nicht wirklich schwer, wenn ich da beim allerersten Mal getroffen wurde. Das ist sowieso einfach. Hier muss man vielleicht... ich weiß nicht, ob man hier aufpassen muss. Die Mini-Gummas können einem Schaden machen. Das ist halt anders als zum Beispiel in New Super Mario Bros. Da machen die einem keinen Schaden, da behindern die einen nur. Ja, und jetzt weiß ich nicht, ob ich da hochkomme. Ich mache mal eine Stampfattacke. Ja, dann geht's. Okay. Gleich sind wir wieder so weit. Und das hier ist halt doch relativ schwer. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass ich diese Box nicht erwische. Oh, Mario, nicht immer an die Wände. Aber ich habe jetzt wieder eine Katze, oder? Nö, habe ich nicht. Okay. Oh, dieses Rätselhaus ist wirklich nicht einfach. Aber es soll auch nicht einfach sein. Es ist die Kronenwelt. Habe ich gar nicht gesagt, glaube ich. Ja, Weltkrone. Mit einem Captain Toad-Level, mit einem Rätselhaus und mit dem großen Finale. Oder naja. Dem krönenden Abschluss vielleicht eher. So, Feuerblume. Jetzt irgendwie nicht so elegant gelöst, aber es war gelöst. So. Schaffe ich ja alles soweit, aber das mit der Katze ist schwer. Ich muss die Katze holen, dann muss ich aber auch sofort schon hoch und ich darf nicht den Katzensprung einsetzen. Das muss ich mir merken. Mit dem mache ich es mir nämlich nur schwer und ich habe halt wenig Zeit. Okay. So, hier kann ich den Katzensprung ruhig machen. So. Wie geht's jetzt weiter? Ach ja, das hier. Danach wissen wir ja noch nicht, wie es weitergeht. Ich darf halt nicht gegen die Blöcke stoßen. Okay, wir hatten richtig Glück. Ernsthaft? Das finde ich jetzt nicht so geil. Nee, so geht's auch nicht. Ich muss die Treppe nutzen. Ich darf nicht da hoch... Die Katze verleitet mich einfach dazu, zu denken, ich kann klettern. Ich kann ja auch klettern, aber es bringt mir nichts. Ach, das kann ich aber jetzt langsam nicht mehr sehen. Uns fehlt halt immer noch mehr als die Hälfte. Und es wird nicht besser. Ja, das ist doch doof mit den Karumpels. Ich war auch blöd, dass ich mich gerade habe klein machen lassen. Das soll natürlich auch nicht passieren. Oh oh. Oh, gerade noch so erwischt den Stern. Ich
So. Ja, dann der hier. Jetzt kommt der. Na, jetzt ist er mit den Spukmetzen, okay. Hops, hops. Komm ich schon dran? So, jetzt der mit der Kiste, der ja wirklich lächerlich ist. Gummas sind auch nicht das Problem. Den hier finde ich einfach ein bisschen nervig, weil ich warten muss, bis die Käfer da weg sind. Jetzt habe ich das... Okay. Aber springen war diesmal nicht so schlimm wie das letzte Mal. Oder das allererste Mal. Also gleich bei den Disco-Blöcken, das wird immer noch gefährlich. Also, ich weiß, ich darf da nicht klettern. Aber es ist trotzdem nicht einfach mit den Disco-Blöcken. Das sind auch keine Blöcke, die ich so gern habe. Also ich finde es schon cool, diese Technik der Disco-Blöcke. Ich mag auch die Level, weil die herausfordernd sind und man da schön timen kann und so. Ich bin halt nur schlecht drin. Okay. Das ist jetzt gar kein Problem mehr. Ich kenne jetzt den Weg. Ich würde nur gerne herausfinden, was da so leuchtet. Ah, noch eine Katzenglocke. Ja, die nehme ich lieber mit als so eine Feuerblume. Und da muss man nämlich doch noch klettern. Ja, gut. Wir haben es geschafft. Was ist hier drin? Noch eine Katzenglocke, okay. Gibt es in jedem Level? Habe ich die bisher nur übersehen? Okay, hier müssen wir wieder schnell sein, weil hier alles abfällt. Okay, die Hälfte haben wir. 30 Sterne. 15 Sterne. 30 gibt es. Ja, muss ich jetzt hier wirklich gegen den Uhrzeigersinn klettern? Ich schaffe es immerhin. Okay. Oh Gott. Oh, ich mag die Hasen doch überhaupt nicht. Ja. Das dann noch einzusammeln ist fies. So, den Stern hier oben habe ich. Jetzt hole ich mir hier noch die eine Katzenglocke. Und dann geht's weiter. Ich habe es einfach mal geschnitten. Weil das ja doch sonst nicht so spannend ist. Kriegen wir den jetzt noch? Ja, sollten wir noch kriegen. Okay. Wow. Ja. Also Fehler darf man sich ja eigentlich nicht erlauben. In manchen Leveln kann man es noch ausbügeln. Aber generell ist es schon schwierig, da noch irgendwas zu regeln. So, ah ja, der hier. Da finde ich es nur komisch, dass ich hier so hoch muss und... Ja, schaffe ich nicht mehr. Und wieder laufen wir hier hoch. Ich hoffe, wir schaffen es diesmal. Also das hier ist jetzt nicht mehr das Problem. Was danach kommt, ist schwieriger. Nicht hier direkt danach. Das geht ja auch noch. Wobei, das ist eigentlich schon schwer. Schnell hoch. Die nächste Katzenglocke brauche ich jetzt nicht. Das hier ist eigentlich relativ einfach. Wenn man hier eigentlich nichts falsch machen kann. Also, wenn man Sprinten gedrückt hält und einfach hochläuft, dann kann man da nicht wirklich was falsch machen. Das hier finde ich schon schwieriger. Ja, wobei, jetzt ging es. Ich will auch, dass die Fusis mich einholen. Ja, und das hier ist natürlich mega fies. Okay, diesmal hatten wir Glück. Okay, weiter. Da hatte ich jetzt ein bisschen Angst. In eine falsche Richtung. Das war jetzt nicht so schwer. Ich muss mal gucken, was der richtige Weg ist.
Tatsächlich hatten wir jetzt ein bisschen Glück, dass die Bullies sich, also dass der zweite Bulli sich sofort dahingestellt hat. Jetzt haben wir schon 20. Jetzt geht das hier nicht. Stampfattacke ist eigentlich die Lösung. Aber ich kann auch einfach hier hochklettern. Ich habe ja Katzen Mario noch. Gut, dass ich dann noch auf die Idee gekommen bin, sonst hätte es nicht gereicht. Ja, super. Ja, hier nicht weiterlaufen, das dachte ich mir irgendwie. In sowas bin ich doch mega schlecht. Naja. Wir haben ja noch eine zweite Katzenglocke. Kannst du so machen? Ja, kann ich. Aber ich muss den Stern ja auch noch sammeln. Nein! Ich schneide wieder. So, dann von hier an weiter. Oh Gott, Mario. Das wäre fast eine Stampfattacke geworden. Er hat sich aber dann noch an der Wand festgekrallt. Aber das war schon mega gefährlich. Jetzt wieder das hier, das ist ja einfach. Angst habe ich wieder vor den Fuzzis. Und natürlich vor den Kriech-Piranhas, denn da bin ich einfach schlecht drin. Mario, hol den Stern, danke. Oh je. Ah, vor dem Hasen habe ich auch Angst, weil der nicht so einfach ist. Ah, wir haben es aber wieder geschafft. Das hier ist auch nicht so einfach. Aber die Münzen zeigen einem eigentlich an, wo man abdrücken muss. Das ist mega einfach. Ich will mich nur nicht treffen lassen. Na, geh rein. Mit der Katze ist auch das mit den Bullies einfach. Ohne Katze ist das sehr schwer, fast gar nicht machbar. Und dann einfach hier hochklettern. Das ist einfacher als das mit dem Block. So, hier musste ich ja einfach nur durch. Und dann hier abbremsen, aber es geht auch. So. Wieso bin ich da so schlecht drin? Ich weiß es nicht. So schlecht war es jetzt nicht. Besser als das erste Mal, aber ich habe mich trotzdem treffen lassen, was natürlich nicht sein muss. Okay, jetzt habe ich den Stern bekommen. Es geht also weiter. Okay, ich muss auch meine eigene Piranha töten. Da war ich ein bisschen über... Rasch, ich dachte, ich muss auch noch die gegnerische töten, das habe ich ja getan. Also die, die ich nicht genommen habe. Hier auch alle Gegner töten oder? Na. So, hier bin ich wieder mit zwei Katzenglocken. Ich habe zwischenzeitlich das Level verlassen, deswegen habe ich schon die 25 Sterne, die ich geholt habe, gut geschrieben bekommen. Aber die fünf anderen müssen wir trotzdem noch holen. Also, ja. Ich hoffe, wir schaffen es jetzt. Aber, ja, das fing schon mal schlecht an. Ich klettere jetzt einfach hier hoch, sonst ist mir das zu riskant. So, das ist ja einfach. Aber dann kommt das mit den Fuzzis und da habe ich irgendwie immer Probleme. Also ich finde das hier echt nicht einfach. Naja, wir haben den Stern. Jetzt hier den Hasen sammeln. Das ist auch nicht ganz so einfach. Ja. Ich hatte ja beim ersten Versuch da so Probleme. Oh, Mario läuft nicht so weit. Aber jetzt geht's eigentlich. Das hier ist einfach. Da muss man nur auf die Münzen achten. Die zeigen einem genau an, wo man werfen muss. Das ist eigentlich auch einfach. Was soll ich denn so fest? Im Grunde kann ich auch hier sofort hochklettern und mir den Stern so holen. Das ging ja auch.
Und bei dem Kampf gegen die Bullies muss man ein bisschen aufpassen, glaube ich. Aber das geht eigentlich auch. Ja, und hier ist die Lösung eigentlich sofort hochklettern und den Stern holen, wenn man die Katze hat. Das ist relativ einfach. Ja. Ja, und jetzt kommt das, was ich so besonders schlecht kann. Man muss eigentlich nur springen gedrückt halten. Aber ich mache es immer so, dass ich springen drücken möchte, wenn ich die Gegner halt berühre. Und das ist der Fehler. Okay, das lief jetzt gut. Das ist auch nicht mehr ganz so einfach. So, hier alle Gegner fressen, auch die Piranha-Pflanzen. Beziehungsweise die auch besiegen. Und den Stern holen. Ja, und hier sind wir gescheitert. Aus einem ganz dummen Grund. Das ist wirklich nicht schwer. Es ist wirklich nicht schwer. Ich bin einfach nur dumm gesprungen. Oh, verdammt. Okay. Was jetzt? Alles klar. Okay, das war gut. Zwei fehlen noch. Boom, boom. Wie soll ich den denn in 10 Sekunden besiegen? Oder ist er sofort tot? Okay. Ein Stern noch. Oh, wir müssen es jetzt schaffen, sonst werde ich traurig. Aber ich glaube, dieser Stern ist geschenkt. Hier ist auch ein Stempel. Okay. Ja, also wenn ich entspringe, dann habe ich ihn. Oh, wie schön. Ja, das war doch ein sehr anstrengendes Rätselhaus. Das mich jetzt auch sehr viel Zeit gekostet hat, deswegen ich, oh, wir kriegen hier einen Sternstempel, das passt. Nach 30 Sternen. Weshalb ich das letzte Level im nächsten Part machen muss, das passt ja auf keinen Fall mehr rein. Ich weiß auch gar nicht, was da auf mich zukommt. Vielleicht wird es ja auch richtig lange dauern. Naja. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wir haben die beiden besonderen Level in der Kronenwelt erledigt und das letzte Level folgt im nächsten Part. Ich würde mich über einen Daumen freuen. Ja, und bis dahin, alles Gute.